10 zu 10 steht's hier. Der neue im zweiten Team der Hildburgsteiner schlägt auf. Ropan. Ein junger Inder, die haben da ja unglaublich viele große Talente. Langsam merkt man das in Europa und holt sie alle rüber. Matchball abgewehrt, denn hier steht es 2 zu 0 für die Bayern. Nicht ganz unerwartet, denn das sind immerhin zwei Spieler, die auch letztes Jahr eine Liga höher schon sehr erfolgreich gespielt haben. Und das ist das Doppel 1 der Bayern gegen das Doppel 2 der Hildburgsteiner. Und Nico Longino kann da noch einen draufsetzen auf die hervorragenden Bälle, die vorher schon gespielt wurden. Und damit 12 zu 12. Nochmal Aufschlag, Rapon. Das waren eigentlich ein paar zwar passive Bälle der Hildburgsteiner, aber durchaus unangenehm, aber das sind sie einfach zu routiniert. Die Bayern, die wie gesagt letztes Jahr noch dritte Bundesliga gespielt haben, da gibt es Videos von mir bei der Begegnung Bayern München gegen DJK Feldrich. Ja, sie zappeln noch. Hip 2. Mosley, ein sehr erfahrener Spieler, auch technisch sehr gut. Aber der Return war einfach aufgelegt und das lässt man sich bei den Bayern nicht nehmen. 15 zu 13. Nein, 14-14, wie auch immer. Und warum auch immer. Habe ich da was falsch gelesen? Also, Verlängerung. Und viel Glück, dass der nicht auf die andere Seite zurückfliegt. Geht da noch was? Dem Neuling aus Indien wünscht man natürlich einen bestmöglichen Einstand, aber gegen solche Gäste gleich beim ersten Spiel nicht ganz so einfach. Sehr unangenehme Platzierung da auf die Rückhand von Rapun. Und da gibt es erstmal eine Auszeit und den Rest auf dem nächsten Video.